Und herzlich willkommen dabei, es war T-Command, 1918 Szenario mit der Entente auf sehr schwer. Und ja, es ist so ein Nord-Süd-Gefälle, also im Süden bei den Franzosen sieht es eher unschön aus, da drücken die Deutschen ein Stück weit, während bei uns im Norden gerade die Briten inzwischen da auch sehr, sehr gut vorstoßen. Deswegen so ein bisschen meine Idee ist, alles was hier an französischen Einheiten steht, zumindest schon mal etwas hier in die Richtung zu ziehen und vielleicht auch die amerikanischen Einheiten ein bisschen weiter östlich zu konzentrieren, dass man das alles ein bisschen vereinheitlicht hat. Es sind ja so viele Briten und auch die Belgier da. Schon genügend locker, um diese Fronten hier zu füllen, denke ich. Aber eins nach dem anderen. Hier steht erstmal da weiter. Du bist da. Der hat zum Glück so gerade überlebt. Bitte schauen, ob man da angreift, aber will nun eher geheilt werden. Na gut, du hast 10 Geschosse, du kannst so oder so ein bisschen was raushauen. Wenn es immer so viel sind und die Lage hier unten eher angespannt ist, darfst du auch defensiv mit feuern. Immerhin, den sind wir los. Ihr haltet hier alle weiter. Und ihr hier verschanzt euch erstmal. So, und hier sah es jetzt irgendwie auch eher kompliziert aus. Sie vielleicht noch leicht mehr nach Süden. Wenigstens so. Verschanzt und eigentlich müsste hier schon sicherheitshalber auch jemand rein. Eine vorübergehend eine US-Einheit nehmen, nur so zum Absichern. Und der Bomber da drin ist auch nicht das Wahre, aber das Gelände ist ja recht hügelig, die werden nicht zu schnell hier vorankommen. Ja, dann hier gab es Gegenangriffe, leider auch mit Panzer und allem drum und dran. Und ja, wie soll man das wieder vernünftig zusammenkriegen? Ich würde den Ort eigentlich schon gerne behalten, wenn du sonst erstmal dahin läufst. Dann ist hier aber in der Mitte so eine dezente Leere. Du vielleicht hierhin fährst und ihr zusammen den vernichtet und die Kanone sich erstmal dahinter stellt, ihr hat auch genügend Geschosse, genauso wie der, ihr könnt meinetwegen jetzt auch in der Defensive mitfeuern. Ja, dann haben wir euch wohl erstmal geheilt werden müsstet. Ja, feuert ruhig in der Defensive mit und hofft noch darauf, dass es irgendwann mal Verstärkung gibt. So, denn hier, jetzt wäre schön, wenn man so langsam doch mal den Ort erstürmen könnte. Aber mit 2 Geschossen wird das eher eng. Wobei, der hat nicht so viel von den Kampfwerten. Na gut, der Aufklärungsbomber da unten muss jetzt, habe ich jetzt geheilt und ich nehme an, der Brite kommt nicht ran. Gut, wir haben 4 Divisionen, können jetzt zur Not auch von hinten an. Ach, ich riskiere es einfach mal. Aber ja, gut möglich, dass es halt immer noch nicht reicht. Auch von hier nicht, na gut, sonst machen wir uns erstmal bereit, hier Position zu halten und zu verteidigen. Gut, da muss eigentlich einer stehen, weil er sonst zu sehr nach Süden durchläuft. Aber da muss eigentlich auch jemand stehen. Der wird schon nicht rausziehen Richtung Artillerie, wenn er hier der Einzige ist. Natürlich der Ort nicht weiter belagert, aber mit Versorgung 5 heißt sowieso, dass er von hier hinten noch irgendwas bekommt. Und um die ganz einzukreisen, fehlen ein wenig die Einheiten. So, die könnte man aber hier zum noch herholen, wenn man jetzt möglichst viele US-Einheiten hier drüben schon mal hinbringt und sowieso auch die Franzosen eher hier rauszieht. Oder hier noch jemanden hin? Es klinge gut. Du kommst da raus. Ja, die sind auch dankbar für jede Verstärkungseinheit.
Gut, wohin mit der Artillerie? Wir haben hier eigentlich schon Geschütze noch und nöcher und wir haben noch keins. Kriegt ihr das? So, dann gehst du erstmal dahin. Du gehst dahin. Und ihr rückt dann erstmal hier drüben vor und formiert euch in der Gegend. Du kommst hier noch raus. Oder du deckst mal den Ort. Du kommst hier drüber. Du kommst dahin. So, du kommst drüber und müsstest dann erstmal geheilt werden. Naja, der steht zwar auf der Bahn, aber die Orte drumherum sind kaputt. Gut, und den können wir sonst auf die Eisenbahn bringen. Und zum Beispiel hierhin mitstellen. Dann von da weiter. Wir haben natürlich noch den Ort, aber der ist schon ein bisschen sehr gefährdet, sag ich mal. Da einfach auch sehr gut Glück versuchen, jemanden reinzustellen und zu hoffen, dass der überlebt. Auch eine Kanone, ich meine, kann ja auch hier mit in die Gegend, dann haben wir da einige. So, und hier sollte es wahrscheinlich reichen, wenn du läufst und euren Panzer kriegt ihr auch noch. Ja, der muss jetzt nicht unbedingt Lil angreifen, der kann auch schon weiterfahren. Naja, und ihr zieht irgendwann auch noch alle einen Ticken rüber. Und du kommst auch schon mal zurück und setzt dich demnächst auf eine Eisenbahn und gehst an eine französische Front rüber. So, da ist das Ganze doch gleich mal viel geordneter. Also den kann ja noch irgendwer auch verhindern. Nicht, der noch von hinten nachrückt. Sehr schön, noch ein NM-Ziel erobert nebenbei. Dann schauen wir mal Artillerie. Gerade wegen der Aufklärungsbomber. Aber die hatten keine Versorgung. Ich glaube, die kriegen wir auch so ganz gut. Da muss jetzt nicht der Bomber zwangsläufig ran. Sonst könnten die versuchen, hier die Verschanzung von dem noch unterzunehmen. Kommt man hier auch direkt an den nächsten Ort heran und einfach noch ein gutes Stück weiter. So, zum Teil müsst ihr mal geheilt werden. Aber insgesamt könnt ihr hier alle eigentlich ganz gut Vollgas nach vorne geben. Na gut, gerade die Artillerie ist so eine Sache. Und bis die Bahn über Lille intakt ist, ach, das wird noch eine ganze Weile dauern. Wenn sie jetzt so ein bisschen Vorschieben nach vorne kriegen und noch Elite-Sterne vergeben. Du bist geheilt. Läuft alle mit vor. Die spannende Frage ist jetzt eher, wie man hier noch die Versorgung zustande bekommt. Hier haben wir einen 8. Ort. Ich meine, wenn du dich zum Beispiel mit da einstellst. Ja, und der Rest läuft hier schon mal weiter nach vorne. In möglichst passende Position. Dort hat auch eine 8, das heißt, da könnte man ja auch eine 10 erreichen von hier. So, und du kannst, glaube ich, schon dahin und der kann gleich auch noch vorrücken. Und die Flieger nehmen sonst alle erstmal noch ein Stück mit nach vorne. Und wir fliegen also soweit möglich und wir fliegen dann im nächsten Zug. So, du kannst dich eigentlich auch schon mit dem Feld ran. Und dann hauen wir mal die raus.
So, das lief doch ganz solide. Wir haben 10 Geschosse und hier noch ein paar Angreifer. Man könnte einfach mal auf gut Glück versuchen, ob man hier gleich auch den nächsten kriegt. Dann auch den nächsten Ort und alles. Zieht sich zurück. Sehr schön. Es gehen die Leute aus mit den Angriffen. Der käme von hier noch dran. Ich meine, es ist nur eine Abteilung, aber man den einfach schon mal so weit zurückschlägt, wie es geht. Gut, dann direkt hier ruhig offensiv weiter vor. Und musst auf 8 gehen, dann kannst du. Du bist dahin. Sollte schon passen und nehmt die Flugzeuge noch ein wenig mit. So, dann die Frage, wohin mit den neuen Truppen? Wie gesagt, die Eisenbahn ist hier noch nicht so ganz toll. Aber sonst geh schon mal dahin und die Infanteristen kommen per Gewaltmarsch. So, was haben wir hier noch neu? Ja, die Briten echt mit jeder Menge Einheiten. Dann haben wir noch den US-Reiter. Kann ja fast darauf spekulieren. Ah ne, der Ort ist doch nicht leer. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht. Sonst bleibst du hier und verschanzt dich mal und versuchst zu überleben. Ich meine, die Briten und alles, was hier so mit vorstößt, ist ja in ein paar Zügen bei dir. So, vielleicht nochmal auch eine britische Kavallerie. Gibt ja genügend Lücken inzwischen hier oben. Und möglichst viele französische Einheiten, immerhin eine. Ja, wenn, dann hätte ich es gleich gerne mit Infanteriewaffen. Sonst lohnt sich das doch kaum. Uns auch nochmal in die Forschung schauen. Ne, gut, dass diese Kampfkraftsachen da vielleicht mal schneller durchgehen. Das wäre schon schön. Bei Frankreich wahrscheinlich auch. Italien, haben die gerade überhaupt Einheiten? Außerdem Haku, ich weiß es nicht. Aber deswegen lohnt sich da auch Forschung insgesamt nicht so stark. Die USA, gut, ich meine, ihr könntet auch noch hier forschen. Die Kampfkraftsachen, dass das schneller durchgeht. So, bei Belgien sonst nicht viel los, dann. Ja, ich sehe hier nur das eine italienische Hauptquartier. Eine Einheit. Ja, noch ein bisschen die Moral geschoben. Na gut, also ist es das Ziel jetzt erstmal, Belgien weiträumig zu befreien, in der Hoffnung, gleichzeitig nicht zu viel von Frankreich zu verlieren. Gut, so viel zu einem Reiter. Und auch der war ja nun dezent gefährdet mit der Eisenbahn reingeworfen einfach. Aber immerhin zieht er dann noch die Angriffe auf sich erstmal. Und auch das hier auch eine dezent riskante Sache. Und klar, gerade wenn man jetzt schnell vorholt, sind da bei weitem nicht mehr alle verschanzt und so. Aber gerade die Briten haben ja eigentlich auch genügend Einheiten, die da nachziehen, dass das schon passt. Panzer gegen Panzer, unsere hat artige Unterstützung, der andere aber mehr Erfahrung. Ja.
Wird eng an manchen Gegenden in Frankreich. Ich hoffe, dass die einfach doch mal jetzt so langsam die eine oder andere Division neu kriegen. Oh, zwei Stück immerhin. Und zwei Amerikaner. Also hier ist ja überall nicht viel passiert. Ja, man könnte versuchen, den da rauszunehmen. Ja, soweit so gut. Natürlich theoretisch hier irgendwo unschön von der Seite rein, aber andererseits will ich auf jeden Fall, dass auch der Ort hier bewacht ist. Also bleibt ihr erstmal so stehen, auch wenn es ein wenig riskant ist. So, die haben hier schlechte Versorgung. Und wir haben eine Kanone mit so viel Munition. Das, wenn unsere Einheiten nicht ganz fit sind, könnte die Möglichkeit sein, die hier mal ein bisschen noch wieder zurückzudrängen. Ja gut, oder? Wir machen das so und dann hast du doch geheilt, weil du dann den Ort verteidigst. So, hier beginnen dann langsam die Probleme. Du verschanzt dich hier. Du da und musst das vielleicht einmal leicht anpassen. Kanone verzieht sich weiter nach hinten. Der Aufklärungsbomber müsste eigentlich auch weg. So, die Artillerie hier. Könnten wir eben, du mauerst hier erstmal. Du musst dich noch nach unten. Das sind so schöne Werte eigentlich. Aber ich will hier erstmal auf Nummer sicher gehen. So, was macht man hier? Unser Panzer hat keine Chance gegen den feindlichen Panzer. Du wirst also geheilt. Meinetwegen dein Elite-Stern. Und du. Haben wir zwar in der Mitte irgendwie eine Lücke, dezent. Aber das ist ja auch Kontrollzone und alles, also verteidige ich das erstmal so. Gut, und Aufklärungsbombe als Ortsverteidiger ist auch nicht so ganz das Wahre. Da kommt dann auf jeden Fall neue Franzose schon mal hin. So, und hier könnte man schauen. Aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt. Du schießt nun mal ein 1 raus. Weil sonst spart ihr weiter. Das sind alles französische Fronten. Ich würde sagen, der andere Franzose geht hier auch in die Gegend, damit man das hier hoffentlich mal als Frontlinie sichern kann. Und da nicht noch irgendwie mehr Land verliert oder sowas. So, dem geht es natürlich weiterhin schlecht. Man könnte jetzt auch versuchen. Der hintere Ort ist ja inzwischen auch gedeckt. Das so zu machen. Und natürlich irgendeine Einheit, die hier noch die Belagerung mitmacht. Du verschanzt dich hier auch mal vielleicht in die andere Richtung. So, du wirst geheilt und musst das hier halten. Ihr haltet euch da bereit. Vielleicht geht die Artillerie sicherheitshalber noch einen Schritt nach hinten. So, das übernehmen gleich US-Amerikaner. Du kannst da rein und du kannst auch schon mal da in die Nähe. Gut, dann wir sehen, was die Amerikaner machen. Du deckst hier schon mal das. Du. Das muss man eigentlich ein bisschen großräumiger decken, wenn hier so viel Kanonen sind. Oder du machst noch mal einen Schritt zur Seite. Du gehst da rein. Könntest du ja noch hier aufrücken. Und du gehst da rein und du machst noch einen Schritt nach hinten. Und der wird geheilt. So, okay, ihr seid da drüben noch ein bisschen beteiligt, geht da gleich weg. Und ihr wartet hier noch einen Moment auf die neuen Divisionen und dann, ich meine, ihr habt die Artillerie, offensiv zu werden. Aber geht erstmal noch auf Nummer sicher. So, und das andere KHQ kann hier rein. Dann haben die Amerikaner hier jetzt ihren persönlichen Abschnitt und sind nicht mehr so ein bisschen verteilt zwischen den Briten. So, und dann schauen wir mal.
wie es hier weitergeht. Kanone, ja nun dezent nicht in Feuerreichweite. Unsere Panzer haben schon Möglichkeiten, sich da ein bisschen einzuschießen. Vielleicht noch mehr mit dem Aufklärungsbomber. Nehmen wir auch mit den Erdkampfwaffen Verschanzung raus. Sehr schön, und dann kommst du mal ein bisschen darüber. Auch los ein paar Schritte rüber zu den anderen Amerikanern. So, und ihr könnt hier eigentlich vorrücken. Und wenn ihr Angriffschancen habt, dann nehmt sie ruhig mit. Weil es sind wohl nicht gerade viele. Ist das Ding doch ein Gewaltmarsch? Machen die mich denn irgendwann mal in Feuerreichweite sehen? Bisschen schade um die Munition, aber okay. So, du kannst dahin. Gut, der müsste eigentlich geheilt werden, kann aber sowieso nicht. Ihr vor. Gut, die rücken alle nach. Wir müssen vielleicht eben sehen, wenn hier schon welche aufrücken, wie das hier mit den Angriffen aussieht. Am schönsten wäre es natürlich auch hier einfach schon den nächsten Ort zu erobern, dass man die hier möglichst bald alle hat. Da könnte uns vielleicht auch wieder der Aufklärungsbomber helfen. Hätte man vielleicht vor dem Angriff tun sollen. Gut, aber ansonsten geht ihr ruhig defensiv ran. Offensiv. An. Schön, der zieht sich auch zurück. Und wir können ihn sogar noch vernichten. Gut, ansonsten hier dann also bitte weiter nach vorne. Und dann gleich schauen, wo auf magische Weise die Versorgung herkommen soll. Also du hast da eine 10 darüber, das passt schon. Hier, die ihr von hier kommt. Wird in Teilen kompliziert. Ihr habt auch eure 10. Also irgendwer sonst hier schon mal weiter rennt und dann über ein Doppel-HQ zumindest eine 8 aufbaut. Ja, oder ihr rennt und wir dann halt eine Runde da mal schlechte Versorgungswerte haben hier drin. Sagen, dann passt das schon. Bomber kann ja ein bisschen auf Verdacht da schon mal mit dran gehen. Und ihr dürft euch auch alle noch annähern. So, dann was haben wir hier? Geschwächte feindliche Einheiten, aber auch ein Schwung Hauptquartiere, der netterweise genau da steht, dass man ihn einfach vernichten kann. Das wird die gegnerischen Einheiten ganz schön schwächen. Wir brauchen die Hakus eine Weile, bis sie zurückkommen, selbst wenn die dann noch halbwegs versorgt sind. Und dann kommt ihr auch ohne Erfahrung erstmal wieder. Gut, aber na gut, so, geh du noch das Haku an. Du meinetwegen. Die dann nebenbei ja auch noch ein Stück weiter eingeschlossen. Hier kann uns sogar die Artillerie helfen. So, dann rückt hier noch ein bisschen vor. Ist da alles gut ein? Ist von da gleich auch eine 10, das passt schon. Du kommst mit dran. Ja, also das Vorstoßtempo der Briten gefällt mir sehr gut, muss ich sagen.
So, die kommen alle schon mal mit rüber. Das wäre das und ja. Ich glaube, die Versorgung hier wird im nächsten Zug in Teilen überschaubar sein. Aber ich denke, das ist schon in Ordnung. Wenn man dann ja auch immer möglichst schnell möglichst viele Feinde hier rausnehmen kann. So, und dann haben wir noch eine belgische Abteilung, die natürlich auch irgendwo nach Belgien rein könnte, aber... Ja gut, du könntest sicherheitshalber den auch da noch abdecken. So, jetzt ganz viele neue Divisionen. Weil wir haben bald schon fast wieder alle Briten zurück. Vielleicht mal noch Artillerie. Und noch eine französische Division. Ja. Ich würde auch sagen, sieht ganz nett aus. Also die sind dann hier auch ziemlich abgeschnitten. Dann kann man hier also die ganze Küste wieder erobern und sich dann Brüssel zuwenden und hoffen, dass das hier unten in der Zwischenzeit alles hält. Ja, nochmal verschanzen. Gucken wir mal, also noch. Die Deutschen haben halt immer noch massig Einheiten. Gefühlt, dass alles, was bei den Briten zum Beispiel hier als große Masse rumsteht, steht bei denen irgendwo auch noch rum, plus das andere alles. Das kann noch heiter werden. Okay, ich denke, wir können den Zug beenden. Aber nicht vergessen, die Österreicher werden jetzt auch langsam mit eingreifen. Die ziehen noch ab, soweit möglich. Na ja gut, der eine oder andere von den Briten wird jetzt auch erwischt. Erwischt er doch die Artillerie, okay. Hier das Panzerduell und das geht diesmal sehr viel entspannter aus. Zum Glück kann keiner nach Verdun selbst einlaufen. Jetzt auch ein bisschen ärgerlich gewesen, das noch zu verlieren. Oh, da ist der Österreicher, der Erste. Sogar bis in den Versorgungsmangel vorgestoßen. Interessant. Ja, immerhin. Ein Franzose, ein Flieger und ein Belgier. Das heißt, hier im Süden vor allem heilen. Man sieht auch halten. Heilen ist natürlich auch gut. Man sieht die Österreicher ziemlich klar. Ja, und diese Belgier, andersrum. Diese Amerikaner und Franzosen vielleicht nach Belgien rein, aber vor allem die Briten Küste sichern, dann nach Brüssel, dann mal sehen, wie viel von der deutschen Moral noch übrig ist, wie weit man da noch letztlich vorstoßen muss. Ja, und dann damit an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis dann.